So, ihr Lieben, ich wollte mit euch mal Far Cry Primal let's playen. Ich hatte das schon mal gehabt eine Zeit lang, einfach privat mal ein bisschen gespielt. Jetzt habe ich gedacht, ich fange mit euch einfach nochmal neu an. Und ja, ich freue mich, dass ihr mir zuschaut. Viel Spaß dabei! Habt ihr das Spiel auch schon mal gespielt? Würde mich interessieren, könnt ihr ja mal unten einfach in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob ihr sagt, ja, geiles Spiel, oder eher so, nee, muss nicht unbedingt sein. Aber ich finde, es ist ein netter Zeitpunkt. Zehntausend Jahre vor unserer Zeit bleiben wir stehen in Zentral- oder Mitteleuropa, Zentraleuropa. Wer mag das sein? Okay, wir sind Takar. Takar, der Krieger. Und wir sind auf Mammutjagd und folgen unserem Freund. So. Wir können ab jetzt selber spielen. Wir werden mal unserem Freund folgen. Wir wollen uns wohl etwas von unserem Stamm etwas zu essen suchen. Beziehungsweise suchen nicht. Wir haben es schon gefunden. Drücke C. Ab in die Hocke. Ja, das war schon mal doof. Das ist mir auch noch nicht passiert. Wir machen das alles nochmal.
ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht gesehen, woher das Mammut kam. Ach da, das Mammut. Oh Mann, im Tutorial sterben, das ist auch so eine Sache. Mama Freudamas, Chadubi Dashimas, Du Hadamas. Okay, wir wollen ein kleines Mammutbaby essen. Ja, ja. Bleib da schön ruhig, du Mammut. Hi. Kämpfen uns hier durch die Herde durch. Ja, so war das damals und so ist es auch heute noch. Tiere müssen sterben für unser Essen. So. Wir haben jetzt unser kleines Ding gefunden. Und wir sprinten jetzt mal hinterher, weil wir dieses Mammut haben wollen. Ich jage ihm hinterher. Mein Volk ballert ihn hier ab. So, langsam, langsam. Der kommt auch gerne wieder zurück und greift uns vielleicht an. Naja, genau. Oh, ich muss zur Seite gehen. Und Steuerung heilen wir uns mal. Essen ein bisschen was. Und jagen dem jetzt wieder hinterher. Es hat uns doch getroffen und verletzt. Da ist es wieder. Oh, Vorsicht, das greift auch an hier. Immer mit der Ruhe. Ja, ich komme. Und entlassen. Ach, das Arme. Na gut, aber so ist es nun mal. Du oder ich. So. Tot ist es. Können wir ein bisschen was von futtern? Da bleibt ein bisschen was dran für uns und unser Volk. Ja. Oh! Tja. Das merkt natürlich auch oder riecht natürlich auch die Beute, die wir es für sie erlegt haben. Ups. Ja klar. Wir müssten uns eigentlich jetzt alle Knochen gebrochen haben bei dem Weg hier nach unten. Uiuiuiui. Mindestens. Ah. Far Cry Primal, genau. Unseren Freund hat es erwischt. Ja, wir sehen auch nicht gerade aus, als wollen wir auf den nächsten Tanzball gehen. Oh. Der hängt da leider was raus oder was drin. Ruhe in Frieden, mein Freund. Das war leider deine letzte Jagd. Ja, so war das. Alles deutet eine oder bedeutete eine Gefahr. Okay, Fahrt nach Orus, das ist unsere erste Quest. Er braucht einen Bogen. Ich soll jetzt Rohstoffe sammeln. Man sieht es hier auch ein bisschen immer, wenn es blinkt.
Wir sollen jetzt Rohstoffe sammeln, um uns etwas einen Bogen zu bauen, damit wir uns ein bisschen schützen können. Also schauen wir uns ein bisschen um. Ich gucke gerade das Schilf da hinten. Mit dem Jägerblick kann man auch immer alles gut sehen. Es wird extra nochmal alles gelblich markiert. Aber jetzt haben wir schon alles voll und können uns einen Bogen bauen. So. Einmal gemacht. Und zack, da ist er dann auch schon. So sind wir zumindest nicht mehr ganz so schutzlos. Ja, wo die Bögen natürlich, die Bögen, wo natürlich die Pfeile gleich herkommen. Ja, die habe ich einfach mal mitgemacht. Oh, die Jagd. Um effektiv zu jagen, nähere dich langsam der Beute und drücke C, um dich zu ducken. Halte V für den Jägerblick gedrückt, um Tiere oder Blutstellen in der Nähe zu markieren. Geh nicht zu nah ran, denn einige Tiere fliehen, wenn sie dich entdecken. Ja, die wollen ja auch nicht, dass ich die futter, ne? Wir sollen jetzt hier Ziegen jagen. Man schaut sich immer ein bisschen um. Ich sammle hier trotzdem schon mal munter drauf ein. Man weiß ja nie, wann man das alles nochmal braucht. Und es ist ja jetzt nun mal gerade hier für uns da. Schiefer. Oh, und da ist eine Ziege. Hä? Wie bitte? Ich habe nicht getroffen. Der. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, okay. Fall einfach ein bisschen später um. Gar kein Problem. Ich habe mich schon gewundert eben gerade. Arme Ziege. Aber auch du dienst uns. Jetzt können wir uns gleich erstmal heilen. Von dem harten Sturz, den wir von da oben hatten. Gut, das ist unsere erste Ziege gewesen. Bogen. Der Bögen, sage ich immer. Den Pfeil gleich mitgenommen und da ist noch eine Ziege. Kopfschuss, jawoll. Auch du, ich brauche dein Fleisch und deine Haut. Und da hinten ist noch eine. Na? Sag mal, was ist denn hier los? Ich treffe die doch. Ist ja unmöglich. Mist. Jetzt sind natürlich alle Ziegen in Aufruhr. Alle laufen weg. Uiuiuiui. Machen wir gleich nochmal. Ich möchte jetzt erstmal den Schiefer hier mitnehmen. Dann beruhigen die sich auch ein bisschen. So, hier lang sind sie gelaufen, richtig? Wir machen mal unsere. Nee, sind sie nicht lang gelaufen. Sind sie denn alle? Aha, da unten laufen sie wieder runter. Langsam anschleichen. So, mich auf die erhöhte Position stellen. Das ist doch nicht die Möglichkeit.
Oh Mann, 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 ich sehe schon. Das ging auch alles mal besser. Ja, das Vögelchen will ich nicht. Ich will eine leckere Ziege zum Essen. Ah, habe ich die doch getroffen? Ich habe mich schon gewundert. Die fallen einfach nur mal später um. Gut. Streifschuss gewesen. So, da hinten sollen wir jetzt hinlaufen. Oh, ich kann nichts mehr nehmen. Okay. Hab schon zu viel gesammelt hier. Finde einen Unterschlupf und entfache Feuer. Ach, bin ich da vorbeigelaufen. Hier ist doch schon der Lagerplatz. Lagerfeuer entzünden.